mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute gucken wir uns iOS 6 an in der Preview 4. Ich möchte euch einmal zeigen, was jetzt schon drauf ist auf dem iOS-Gerät, was geht, was nicht geht und wie so der erste kleine Preview-Eindruck ist. Ja, also ich bin hier gerade auf dem Homescreen, wie ihr sehen könnt. Was einem sofort auffällt, es gibt ein neues Kartensymbol und ein neues Uhrsymbol. Das Kartensymbol können wir kurz einmal reinklicken, zack. Da sehen wir jetzt beispielsweise die Karte, die wir in 3D und in Normal haben können. Ich glaube, die ist noch nicht ganz fertig. Also, manche Stellen sind noch schwarz-weiß und noch nicht so schön anzusehen. Wir sehen auch, wir haben auch noch nicht so viel 3D hier drin. Es ist mehr eine platte Karte, die zur Seite geneigt wirkt. Trotzdem haben wir schon die Funktionen, wie beispielsweise, dass wir navigieren können von einem Punkt zum anderen, wie wir hier schon sehen können, wo uns eine Frauenstimme nett begleitet, wo wir die nächste Kreuzung abbiegen müssen. Wir haben eine Übersicht hier an der Seite, um die ganze Strecke anzugucken. Wir können dies auch beenden und eine neue Route planen beispielsweise. Wollen wir mal wieder hier hin, zack. Jetzt schlägt er uns zwei Routen vor, die wir ganz einfach aussuchen können, zack und Start. Und wir navigieren uns hier lang. Sozusagen ein kleines Navigationssystem. So, klicken wir hier nochmal auf Ende, gucken wir uns nochmal die ganze Show an. Hier, wie früher auch, Stecknadel drucken, Verkehr ausblenden, einblenden. Einstellen, ob Satellit ist, Hybrid, Standard, also die Standardgeschichten. So, das nächste App, was neu ist, ist die Uhr. Die Uhr zeigt uns von der ganzen Welt die komplette Uhrzeit an. Wir können neue hinzufügen mit einem einfachen Klick, aussuchen. Wir wollen hier mal Jordanien, nehmen wir mal hier Russland. Das ist hier ganz rechts an der Seite. Können wir ganz gut hier sehen. Sehen wir jetzt das derzeitige Wetter, die Uhrzeit und ja. Über Bearbeiten können wir auch gerne diese wieder entfernen, ganz easy. Wir können uns einen Wecker stellen, wir können eine Stoppuhr starten bzw. stoppen und einen Timer aktivieren. Kleines, niedliches App, sage ich mal. Sonst hat sich hier großartig nichts geändert. Wir haben hier unten noch einen neuen App Store Style, kann man so sagen. Es wirkt ein bisschen, es wirkt nicht mehr so viel auf Design gemacht alles. Sprich, also es sieht natürlich noch schön aus, aber wirklich mehr, dass man merkt, dass die Leute von Apple begriffen haben, dass man diesen Platz nicht so verschenken kann, sondern man sieht hier, er wird wirklich diesmal ausgenutzt. Es sind keine riesen Banner mehr oben drüber oder irgendwo was. Man sieht alles auf einen Blick, kann hier durchscrollen durch die verschiedenen Seiten, sieht alles und muss nicht immer erst hin und her tappen und warten, bis es lädt. Genauso ist es jetzt auch bei Highlights geworden, beziehungsweise im Spotlight. Hier haben wir jetzt drei Reihen untereinander und nicht mehr dieses riesen Teaser-Bild, was wieder wirklich viel Platz früher weggenommen hat. Und ja, allgemein schöner und übersichtlicher, muss ich sagen. Mehr Informationen auf kleinen Raum. So, hier oben, unten in der Leiste, hier unten hat sich eigentlich nichts geändert, so wie vorher, außer dass Genius eins nach rechts gerutscht ist. Oben haben wir nochmal die Kategorien, die nämlich unten rausgeflogen sind. Hier haben wir jetzt die Bildung, die Bücher, kann man hier ganz einfach durchklicken und mehr natürlich, die wir hier aussuchen können. Auch recht praktisch jetzt über einen Klick, man muss nicht mehr extra auf Kategorien klicken. Genauso haben wir hier oben auch weiterhin die Suche, wo wir rüber suchen können. Standard, nichts Besonderes. So. Das Schöne ist natürlich auch wieder hier, haben wir wieder oben die Tab-Navigation, wo wir oben dann aussuchen können für iPad oder für iPhone-Apps. Das ist jetzt nicht mehr untereinander und man sieht es schlecht, sondern alles sehr übersichtlich und man nutzt diesen Platz jetzt wirklich aus, der vorhanden ist. Ja, was hat sich hier verändert? Hier hat sich nichts verändert, außer dass beispielsweise wir hier links an der Seite jetzt sehen, dass Apps, die man neu heruntergeladen hat, so ein Banner draufkriegen. Das sehen wir hier ganz leicht. Hier ist jetzt so ein kleiner Banner, so ein Badge über dem Icon, wo neu draufsteht. Und wenn wir da draufklicken und diese App wieder schließen, dann ist dieser Banner auch wieder weg. So, nein, wir wollen keine Push-Nachrichten erlauben. Ich habe jetzt auch ein bisschen rumgespielt mit den Apps. Also wer sich auch gern mal die Preview drauf installieren will, ich habe bis jetzt überhaupt noch kein Problem gehabt mit irgendwelchen Apps, die nicht kompatibel sind. Ich habe meine eigenen Apps auch durchgetestet, läuft alles einwandfrei. Von daher
wird es da keine großen Schwierigkeiten geben. Zur Information noch hier, ich habe hier ein iPad 2 vor mir liegen, was ich gerade mit Reflection über einen Air-Server streame auf meinen Mac. Und ja, was gibt es noch sonst viel zu sagen? Unter Einstellungen, das ist bestimmt nochmal ganz interessant für euch. Wir haben jetzt eine leichte Unterteilung hier, können wir mit den Strichen sehen, es ist nicht mehr alles so untereinander eingereiht, sondern es ist ein bisschen ordentlicher, sagen wir jetzt mal. Wir haben hier neben Twitter jetzt auch die Integration von Facebook in der Preview 4 schon. Wir sehen hier Facebook, man kann die einstellen, man kann sich anmelden mit seinem Account, was ich hier schon getätigt habe. Das App hat sozusagen Zugriff auf Kalender und Kontakte, sprich die Kontakte von Facebook werden alle in das iCloud-Kontakte integriert. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ich habe das vorhin mal aktiviert und da haben sich 500 Kontakte dann synchronisiert bei mir von Facebook-Freunden, die ich auch mehr so einmal gesehen und einmal geaddet habe und die eigentlich in meinem persönlichen Kontakt nicht so viel zu suchen haben, aber nun ja, vielleicht gibt es da noch weitere Einstellungen, dass man diese vielleicht ein bisschen filtern kann. Kalender, auch Zugriff, das ist natürlich ganz praktisch für Veranstaltungen, die sich automatisch synchronisieren oder Geburtstage. Genauso macht es einen wirklichen integrierten Eindruck und man hat genauso wie bei Twitter hier auch die Ähnlichkeit. Man hat oben rechts den Installieren-Button, sprich wer sich mit Facebook verbindet, der hat nicht gleichzeitig das Facebook-App drauf, sondern das hat man über den Installieren-Button ganz normal über den App Store sich bezogen. Ja, was haben wir hier noch? Die anderen Einstellungen sind ja eigentlich so geblieben. Hier sind die Apps hier unten links, die man einstellen kann. Dann kommen hier so die allgemeinen Apps von Apple, die man einstellen kann. Dann kommen die integrierten Funktionen, sowas wie Karten, Safari, iCloud. Dann haben wir hier die allgemeinen Einstellungen, Datenschutz. Hier haben wir beispielsweise einen separaten Punkt jetzt für den Datenschutz, was ja auch ein ganz großes Thema war. Beispielsweise, welche Apps jetzt alle auf Erinnerungen zugreifen oder auf Kalender. So hat man einen besseren Überblick. Es gab ja bei Pass, bei dem App Pass, einen riesen Umschwung, da die im Hintergrund immer auf das Adressbuch zugegriffen haben. Apple hat das erkannt und gemerkt, das machen viele Apps, damit der User einfach ja, eine Transparenz hat, man hier wirklich einen separaten Menüpunkt, wo man kontrollieren kann, wer greift ins wo drauf zu. Man fühlt sich auch einfach sicherer, muss man sagen. Ja, Bilderrahmen, nichts Besonderes, nichts Neues, Töne, allgemeine Einstellungen, hat sich jetzt auch nichts großartig in der Preview 4 getan. Was wir hier oben noch haben, ist nicht stören. Das ist nochmal eine ganz praktische Sache. Nicht stören kann ich hierüber aktivieren und deaktivieren. Wir sehen das auch oben neben der Uhrzeit, findet sich ein kleiner Mond wieder, wenn wir dieses aktiviert haben, was wir hier sehen. Die Einstellung dafür findet man ein bisschen versteckt, muss ich sagen, unter Mitteilungen. Ich konnte nicht ganz gleich drauf schließen, erst im zweiten Moment. Hier können wir jetzt einstellen, nicht stören und sagen beispielsweise, dass planmäßig die Ruhezeit von dann bis dann ist. Sprich, da stört mich keiner. FaceTime-Anrufe etc. werden automatisch stumm geschaltet. Anrufe zulassen kann ich hier sozusagen auswählen. Wenn ich jetzt sage, das ist jetzt meine Kontaktliste von den Gruppen her, wenn ich jetzt sage, okay, Arbeit habe ich keine Lust drauf, aber Familie, die dürfen mich immer erreichen. Dann klicke ich hier drauf und die können mich dann trotzdem anrufen. So, hier klicken wir mal kurz auf niemanden wieder. Wir können auch beispielsweise auf Favoriten klicken und eine Favoritenliste erstellen. Wiederholte Anrufe, das heißt, dass halt beispielsweise, wenn derselbe Anrufer innerhalb von 3 Minuten nochmal anruft, dann kommt das durch. Beispielsweise, wenn jetzt ein Kunde XY mich anruft, dann probiert das nur einmal, geht die Mailbox dran oder beziehungsweise geht keiner ran. Dann denkt er sich, ach gut, probiere es dann später nochmal. Wenn jetzt aber irgendwie ein wichtiges Familienmitglied das weiß, dann wird dieser mich vielleicht auch öfters hintereinander schnell anrufen und dann kommt dieser zweite Anruf auch durch. Sehr praktisch. Wir haben hier oben jetzt noch einen Bluetooth-Button, wo wir Bluetooth an- und ausschalten rüber können, schnell. Genauso wie auch den WLAN-Button. Finde ich eigentlich ganz schön, dass man diese ganzen Dienste jetzt sozusagen weit oben hat. Genauso auch wie mobile Daten. Ja, mehr ist eigentlich auch nicht zu sagen hierzu. Wir wollen es ja nicht künstlich in die Länge ziehen. Was noch neu ist, ist jetzt im Safari eine ganz Kleinigkeit. Wir haben hier oben jetzt so eine kleine Cloud stehen.
Und das ist jetzt beispielsweise, wie auch schon bei dem Google Chrome Browser und wie man schon länger vom Firefox kennt, eine Synchronisation der aktuellen Tabs, die ich offen habe. Sprich, wenn ich jetzt an meinem Mac hier sitze, beziehungsweise wo ich auch gerade sitze, Tabs im Safari öffne, mit dem gleichen iCloud-Account angemeldet bin, tauchen die hier auf und zack, ich kann draufklicken und bin da. Das erspart oft, wenn man irgendwie entwickelt oder auch wenn man nur rumsurft, lästige Abtipparbeit von langen URLs. Ist zwar noch ganz okay auf dem iPad, auf dem iPhone wird es noch ein bisschen kniffliger, aber wenn man es mit einem Klick erledigen kann, wieso nicht? Ja, im Großen und Ganzen war es das hier dann eigentlich auch schon, was ich euch zeigen wollte. Sonst hat sich bis jetzt noch nicht viel geändert. Was natürlich jetzt noch fehlt, auf jeden Fall, ist das Passbook, was das neue Zahlungsmittel sozusagen wird. Mit dem neuen Chip, der auch integriert ist im iPhone, kann man dann bargeldlos zahlen, Tickets von Bahn etc., Flugreisen abspeichern in einem App und diese auch mit einem App wieder aufrufen. Schön, dass ihr dabei wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei den nächsten Preview-Shows auch dabei seid. Und somit wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen. Auf